Herzlich willkommen bei Helden machen Schule. Mein Name ist Janis Dirksen und wir sind bei der 97. von 101 Heldensagen. Heute Pietro Ferrero. Er hat das Familienunternehmen Ferrero gegründet und ist Ende 1800 geboren. Herzlich willkommen bei Helden machen Schule. Mein Name ist Janis Dirksen und wir sind bei der 97. von 101 Heldensagen. Heute Pietro Ferrero. Er hat das Familienunternehmen Ferrero gegründet, so in den 40er Jahren. Das war kurz vor seinem Tod. Er ist schon Ende 1800, nahe 1900 geboren und hat das Unternehmen dann an seine Frau abgegeben. Und er war Konditor und hat das genommen, was er macht, also lecker Kuchen, und hat daraus oder hat mit dieser Fähigkeit ein Unternehmen. Herzlich willkommen bei Helden machen Schule. Mein Name ist Janis Dirksen und wir sind bei der 97. von 101 Heldensagen. Heute geht es um Pietro Ferrero und seine Familie. Er hat das Familienunternehmen Ferrero gegründet, ist selber so um die 1898 geboren, ungefähr, und ist vor 1950 gestorben. Er hat das Unternehmen 1946 gegründet, Ferrero, also kurz vor seinem Tod, und hat es dann an seine Frau abgegeben. Und er ist Konditor gewesen, hat also leckere Kuchen gemacht und Süßigkeiten und hat aus dieser Fähigkeit, die hat er genommen und hat damit ein Unternehmen gegründet, Ferrero. Er hat übrigens auch Nutella erfunden, damals noch unter einem anderen Namen. Und als er verstorben ist, hat seine Frau das Unternehmen übernommen und dann sein Sohn, Michel Ferrero. Der hat dann in den 60er Jahren den Namen umgeändert des Brotaufstrichs in Nutella und das versucht weltweit zu vermarkten und ebenfalls die anderen Schokoladenprodukte von Ferrero. Also der Sohn nimmt das, was der Papa gemacht hat, und versucht es über die Landesgrenzen hinaus zu bringen. Exportiert in die USA, in Europa. Er führt das Unternehmen eine relativ lange Zeit und gibt es dann an seine Söhne weiter, Giovanni und Pietro Ferrero Junior. Also die Enkel vom Gründer. Sie kommen natürlich mit frischen Ideen, mit neuen Ideen, mit neuen Innovationen. Es ist eine nächste Generation an Unternehmensführung. Und das Unternehmen ist immer noch im Familienbesitz. Es ist eines der geheimnisvollsten geführten Unternehmen, weil sie keine Pressekonferenzen machen. Sie sind sehr vorsichtig, was Produktionsverfahren angeht, was die Maschinen angeht. Sie haben ein Ingenieursteam im Unternehmen, das auch nicht nach draußen kommunizieren darf nicht sagen, wie die Maschinen gebaut werden, um alles innerhalb der Familie zu halten. Und zur Familie oder zum Unternehmen Ferrero kann man ja mal schauen, was gehört dazu. Dazu gehört Raffaello, Mon Cheri, Hanuta, Nutella, Kinder, also die Kinderriegel, alle Sachen, die zu der Marke Kinder gehören, Tic Tac, und weitere Schokoprodukte. Also eine ganze Bandbreite verschiedener Schokoladenmarken, große Marken, die alleine für sich schon einen immensen Wert haben, aber die alle zu Ferrero gehören. Und Ferrero ist die reichste Familie Italiens mit einem Vermögen von 17 Milliarden Dollar ungefähr. Und was ich interessant finde, ist, dass Erfolg nicht aufhört, wenn die Hauptperson wegfällt. Denn das Unternehmen ist gegründet von Pietro Ferrero, der Konditor war. Also jemand, der da jahrelang schon vorher mit dem gearbeitet hat, was er dann aufgemacht hat als eigenes Unternehmen mit Ferrero. Ja, das war sein Job, das war seine Leidenschaft und damit hat er dann Produkte gemacht. Aber die Söhne und die Enkel, die hatten ja wahrscheinlich ganz andere Eigenschaften und Leidenschaften. Wahrscheinlich war von denen keiner Konditor.
Aber trotzdem haben sie das genommen, was der Vater und Opa aufgebaut hat, und haben es noch erfolgreicher gemacht. Und wir werden uns, wenn wir die einen oder anderen Heldensagen jetzt bald durchhaben, uns im Nachhinein nochmal anschauen, was sind die Erfolgsgeheimnisse dieser ganzen Geschichten, die wir hier erzählen. Und wie kann es sein, dass jemand mit seiner Leidenschaft etwas aufbaut und dann die Kinder es noch erfolgreicher machen, obwohl sie vielleicht ganz andere Leidenschaften haben. Das war's von meiner Seite. Mein Name ist Janis Dirksen. Vielen Dank.